Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit uns spielt auch die Mathilde irgendwo. Ja, genau, ich habe Harald gerade mit einem Dings ausgerüstet. Mit einer Keule. Wo ist denn? Kleiner Wurm? Ja. Und ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt wegen der Sklaven. Ja, ja. Und zwar da Richtung Norden. Da waren ja auch irgendwie so Sklavenfänger. Genau hier so. Wie die Tussi zum Beispiel. Reliquien-Sklavenfänger. Und ich dachte mir, vielleicht kann man die Sklavenfänger direkt als Sklavenfänger auch nehmen, dann haben wir nicht das Problem, dass die Leute immer ihre Waffen wechseln müssen und vielleicht backen die dann nicht so dolle rum. Und das, hier guck mal, wir haben doch schon eine Tussi, das können doch Miss Sunday sein. Nein, das ist nicht Miss Sunday. Okay, dann holen wir eben eine neue Miss Sunday. Aber was hältst du denn von meinem Vorschlag? Also dauerhafte Sklavenknüppler-Typen. Genau. Ja, klingt gut. Und ich meine, mich zu erinnern, dass da bei der Königsnische waren, meine ich, Sklavenfänger, Relikan. Die ist natürlich relativ weit weg. Norden. Norden, da oben waren die. War nicht hier... Ja, können wir... Guck mal, die Königsnische. Gucken wir da mal rein. Genau, nimm aber bitte vorsichtshalber Leder mit, falls unsere Lederfesseln das und den Weg nicht durchhalten. Ich nehme mal Leder mit. Ja, bitte mit Leder mit. Was brauchst du denn für Leder? Verstärktes? Ich glaube, normales Leder halt für die Lederfesseln. Warte mal, wo ist Harald? Habe ich Harald nicht gesagt, dass er mir folgen soll? Oh, hier ist nichts mehr drin. Alle. Ach, Harald steht hier immer noch an der Presse. Komm, Harald. Okidoki. Ja, das normale Leder. Hab ein bisschen was mitgenommen. Sukidoki. Man könnte ja glatt mit den Pferden reiten, aber die können schlecht knüppeln. Wollte ich gerade sagen, dann haben wir keine Knüppler. Das ist, ja. Aber ich lasse ihn erstmal mit den Fäusten draufschlagen und gebe ihn dann erst. Also ich habe ihm jetzt eine Keule gegeben. Ich habe stumpfe Pfeile mit. Gucken wir mal, ne? Und wo ich das hier so sehe. Sammle ich so ein bisschen Aloe Vera auf dem Weg. Na, mach du das, genau. Ja, deswegen, ich habe hier die Sichel dabei. Weil das können wir ja immer für Heilpfeile brauchen. Und Heilpfeile sind gute Pfeile. Wissen wir ja. Hier, guck mal. Was denn? Aloe Vera. Ja. Sorry, kleiner Wurm. Zerfleisch ihn. Zerreißen! Zerschmeißen! Ich muss zerstören! Doch es darf nicht mehr gehören. Jeder ist ein Hase. Nazi. Ih, noch zwei Hasen, die vermehren sich, ey. Weil jetzt habe ich die Sichel in der Hand und die ist keine. Ja, guck mal, da oben, da vorne ist was, das kannst du auch zersicheln. Da hat es Mauts gemacht. Sammeln. Ach schade, ich dachte, ich krieg ein Jaguar-Köpfchen. Ich glaube, es kommt ein Sandsturm. Ja. Maske auf. Check. Wäre so cool, wenn der Feind auch drunter leiden würde.
Ja, aber dann würden nachher auch unsere Begleiter drunter leiden. Das finde ich. Na gut, dann gehen wir auch solche Masken. Oh, wir müssen mehr nach rechts. Ja, entschuldigt für das schlechte Wetter. Da oben sind Menschen. Ich brauche Herzen. Und dann klettern wir hier mal hoch. Müssen ja auch erstmal gucken, was das so für Menschen sind. Also ich bräuchte auch noch 2 schwelende Essenz zum Aufwerten meines Mitra-Tempels. Dann machen wir erstmal das, dann haben wir nämlich schon einen Tempel hochgewertet, aber... Kannst ja mal mit denen reden. Okay. Ich habe Rasiermesserpfeile übrigens mit. Ich wollte mal gucken, was die so machen. Nee, das sind Sklavenfänger übrigens. Und da ist ein Rüstungsmacher Stufe 3, Sklavenfänger. Rüstungsmacher Stufe 3 haben wir ja schon. Ja, aber ein Sklavenfänger ist dabei. Mindestens. Dann schieße ich mal mit dem Rasiermesserpfeil auf den Rüstungsmacher und der unterhält sich mit dem Sklavenfänger. Also alle töten bis auf Sklavenfänger. Klingt nach einem Plan. Oh, was haben wir denn hier? Nee, dich will ich. Sklavenfänger. Oh, Sklavenfänger 3. Cool. Reliquienjäger, die sind doch eigentlich alle gut, oder? Aua. Rüstungsmacher, du nervst. So, was hast du davon? Oh, ich brenne. Oh, ich bin fast tot. Da ist keine Miss Sunday dabei. Nee. Wie, keine Pfeile? Oh! Ich hab keine Pfeile mehr. Harald, knüppel den noch mal. Oh, Harald, ey. Nein, er kann gerade nicht knüppeln. So, gib den Knüppel her, Harald. Irgendwie bringt mein Aloe Vera Trank gerade nichts. Harald, ich fände es nett, wenn du einschreiten könntest. Ich muss mich kurz zurückziehen. Ja, ich auch. Danke, Harald. Oh! Hindert mich am Zurückziehen. Das ist ja natürlich ganz professionell. Weil die beendet die ganze Zeit meine Heilung. Das ist ganz schön doof. Mal kurz weg. Hier, mein Freund, jetzt hast du genug geknüppelt, jetzt nimm mal deinen Knüppel. Na? Sei ein braver Knüppler. Bist noch am Kämpfen, ja? Dann Attacke, Verstärkung kommt. Ach, ich brauch Steaks. Jetzt kommt Verstärkung. Super, meiner macht trotzdem nichts.
Harald steht auch nur daneben. Die Idee mit Dauerknüppler ist gut. Boah, ey, das gibt's doch nicht. Die zerfickt mich ja hier richtig immer wieder. Mann, Alter. So, das ist auch ein Sklavenfänger 3. Ja, nimm mal mit. War keine Missande. Die ist vielen zu nicht. Wo ist die hin? Hier. Ah, da. Okay. Boah, jetzt nach Hause, ey. Das war zwar nicht ganz da, wo ich dran dachte, aber gut. Ist mir ehrlich gesagt egal. Hier ist ein Rüstungsmacher. Ein Herz sich jetzt nicht, es ist mir zu dunkel hier. Nee, ich. Das Gras auch ist zu hoch, nachher sehe ich dann meinen Sklaven oder meinen Typen nicht mehr. So, ich versuche hier gerade einen Umweg zu finden. Ich habe jetzt nämlich keine Lust mit irgendwelchen Geparden oder sonst irgendwas zu machen. Ich auch nicht. Deswegen laufe ich jetzt gerade Umweg. Muss mich nämlich erst wieder ein bisschen regenerieren. Ja, die haben einen ganz gut runtergezogen. Ja, weil es da irgendwie zwei Typen gab, die nichts gemacht haben. Ja, danke für nichts, Jungs. Echt, ey. Also so fürs normale Kämpfen seid ihr super geeignet, aber nicht zum Knüppeln. Also ich hab, beide haben mich geknüppelt, ne? Nee. Komplette Arbeitsverweigerung. Also im nächsten Leistungsbesprechung, hier LBB, ne, gibt's Minuspunkte. Also definitiv, das ziehen wir euch vom Gehalt ab. Gibt weniger Schleimsuppe für euch. Ja. Mindestens das. Tja, dunkel wie im Tigerarsch. Pferdearsch. Oder so. Wie war das? Wer im Glashaus, Glashaus sitzt? Wer im Glashaus sitzt, sollte zum Scheißen in den Keller gehen. Mann, das war bei der Anstalt. Das war bei der Anstalt, ja. Das war gut. Jo. Na, wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Schleimsuppe. Ja, wir haben eine ganze Menge Schleimsuppe im Moment. Echt? Ich habe auch aus dem Sklavenrad mich schon bedient hier für meinen Kumpel. Ich hatte doch jetzt so viel Schleimsuppe gemacht. Die hast du alle ins Sklavenrad gepackt, oder? Nö, die müssen noch zum Teil oben in der großen Feuerstelle sein. Ah, da habe ich nicht reingeguckt. Doch, letztes Mal, als ich da Fleisch reingeballert habe, 500 Stück. Aber kaum. Ich guck gleich nochmal nach. Da geht's nicht weiter. Du musst hier weiter. Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Ich muss hier Fackeln aufstellen. Ja. Oh, hallo, Hatti. Er hat mich ja regelrecht erschreckt. Ja, dafür ist er ja da. Ja, ich wusste nicht, dass der da drin ist. Ja, das ist ein Überraschungselefant. Nee, es ist ein Wachofant. So. Das Sklaven aktiviert. So, jetzt gucke ich da oben erstmal. Ich bin mir very sicher, dass ich da ganz viel Schleimsuppe habe. Wollen wir warten, bis die Reliquienjäger fertig sind zum Versklaven? Also, ich will nichts sagen, aber hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das reicht ja gerade mal für unsere Sklaven. Dann geh Käfer sammeln. Samen. Samen, ja. Nee, meine Frage ist jetzt, wollen wir nochmal mit den Jungs Sklaven jagen oder wollen wir lieber auf die warten und dann... Also mit unseren Jungs möchte ich tatsächlich nicht mehr auf Sklavenjagd gehen, weil tut mir leid, dass, also so gut die auch als sonstige Kämpfer sind, Sklavenjagd haben die nicht drauf. Das sehe ich nämlich genauso. Gut.
kennen die einfach nicht. Nee, das. Wir können ja sonst Menschen auf Menschenschlacht-Tour gehen. Das hört sich gut an. Weil ich brauche noch ein paar schwelende Essenz. Du brauchst ein paar Herzen und rein theoretisch könnten wir auch ein paar gereinigte Herzen dann holen. Würde ich aber tatsächlich dann so machen, das können wir eigentlich auch dann mit den Hottehüs machen. Dafür brauchen wir unsere Jungs eigentlich nicht. Ach so, Menschenjagen im Anfangsgebiet, oder? Genau, da machen wir uns dann... Oder wir gehen zum Brummbrumm-Tempel. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Oh, da können wir den Kartenraum nutzen. Wir können den Kartenraum nutzen, um zum Brummbrumm-Tempel zu kommen. Ich fand jetzt die Idee mit dem Ausritt ganz cool. Wir können da auch hinreiten. Lass uns zum Brummbrumm-Tempel reiten. Okay, warte, ich will meinen Mitra-Kreuz noch reparieren und dann nehme ich noch das Diokakenmesser. Und ich glaube, wir nehmen einfach noch mal ein bisschen was zum Reparieren mit. Nur 16 Stahlbarren. Naja, zum ein, zwei Mal reparieren wird es erreichen. Oh, und ich muss Pfeile. Oh, wir brauchen Eisenbach. Eisenbarren. Erstmal kriegt Harald seine Messerchen mit. Aber Harald, du hast jetzt Pause. Sklavenjäger hast du versagt. Oh, ich finde Harald, wenn er diese beiden Messer hat, dann braucht er einen Spitznamen. Harald der Schlitzer. Harald der Schlitzer. Ja, weil der macht er mit seinen Messerchen Schlitz, Schlitz. Ich hoffe, das gefällt auch zum Zuschauer Harald. Der Zuschauer Harald, der wird das mögen. Wenn nicht, kann Harald das gerne... Alternativen vorschlagen. Ansonsten ist Harald jetzt Harald der Schlitzer. Das werde ich gleich nochmal anpassen. Wenn das überhaupt passt mit dem Buchstaben her. Ja. Wir werden es erleben. Hehe. Nicht, ich habe einen Verein geboxt und gelacht. So, warte mal, wo ist denn jetzt Harald da? Passt. Jetzt ist es nicht mehr Harald, jetzt ist es Harald der Schlitzer. Na, siehste, ist aufgestiegen. Ah ja, Pfeile könnte man vielleicht mal mitnehmen. Knochenpfeile wollen wir nicht mehr, die nehme ich. Ich habe auch noch Aloe. Ja, komm rein, komm raus. Ich wollte mal gucken, wie weit ist es denn zum Brummbrumm-Tempel? Das ist schon eine Ecke. Brumm, brumm, brumm. Ja, wozu hat man Pferde, wenn man sie nicht hat? Epona habe ich ja außen. Oh, das ist doch schon richtig weit. Aber sonst müssten wir ja zu Fuß zurück, oder? Weil wir haben da hinten ja keinen Kartenraum. Richtig. Nee, das ist auch gut. Vielleicht können wir auch, wir können es ja mal versuchen, dass wir die Pferde als Gefolge machen und dann mit dem Kartenraum hingehen und dann zurückreiten. Klingt nach einer Idee. Folge mir. Plätze. Aber Plätze. Apropos für die, die nicht im Internet leben. Es gibt gerade The Witcher auf Netflix. Schon seit Wochen. Nur so als Info. Werden wahrscheinlich alle wissen. So, ja. Wo müssen wir... Nein? 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 Der, nee. Der, nee? Der auch nee? Der ist es. Ah, ich komme. Ich teleportiere. Ich bin alt und darum sage ich... Jetzt hoffe ich nur, dass Epona dabei ist. Beam me up, Scotty. Das wurde nie gesagt. Du musst einfach nur auf E drücken. Ups. Ach nein. Juhu, Epona ist dabei. Ey, du bist so ein Dödel. Mach das bitte von oben, damit es auch mit dich steht. Ey, du. Oh. Ho, 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 sag ich da nur. So, muss ich konzentrieren? Ich darf nicht lachen.
Hör auf hier. Oh, schön. Ach ja, herrlich. Geh doch mal weg da, ich sehe doch nichts. So, muss das Loch wieder zukitten. Nee, doch, so, nee. Ja geil, jetzt kriegst du es nicht mehr platziert wegen der Säulen, oder was? Ja, das wird's so sein. Oh, ey, mit so ein Dödel. Ich krieg's nicht mehr hin. Das war's. Feierabend. Warte mal, eine Idee habe ich. Ach nee, komm ich nicht hin. Weil ich ja so schwer bin. Ah, Pferdchen! Oh scheiße, ich habe das Jokak-Messer vergessen. Das könntest du noch aus dem Jok-Tempel holen. Ich habe gerade andere Probleme als dein scheiß Messer. So. Was hast du mal da hingepasst, Mensch? Ja, ich glaube, die Säulen sind zu nah. Och Mann. Einfach nur Ed. Hab ich doch gemacht. Nee, du hast aufgenommen. Ja, Papple, Papple. Ist ja fast dasselbe. Offensichtlich. Kannst du ja erstmal versuchen, nur die unteren Säulen zu zerstören. Vielleicht hast du ja Glück und das Dachfeld selbst nicht. Tja. Wenn das Ding nicht so groß wäre. Sonst hast du es nicht kaputt gemacht. Ah, die sollen sie doch explizit so nah wie möglich dran gebaut, also es wird so nicht klappen. Hm, hält noch. Respekt. Ja, guck da nicht so aufs Dach, das sieht nicht so toll aus. Ist einfach so. Ob's das funktioniert so ein bisschen. So. Mal gucken, vielleicht fällt gleich alles runter. Also bei DZ wäre das schon unten. Hm. Die eine tragende Säule lassen wir mal. Aha. So. Soll ich dir was sagen? Es geht trotzdem nicht mehr. Wenn du es drehst. Was sagt denn das? Ich kann das von hier nicht. Überlagerung mit anderen Objekten. Ja, dann ist da was anderes im Weg, würde ich sagen. Ne? Da ist nichts mehr im Weg. Ja, die eine tragende Säule vielleicht. Nein, da ist es ja davor. Oh, das ist zu hoch. Du musst doch die Stufe da drunter von den Säulen kaputt machen. I don't know. Und setz den jetzt einmal irgendwie draußen hin und wir kümmern uns dann offscreen darum. Pass auf, jetzt ist der Boden so schief. Ja, ja, irgendwas versetzt rein. Überlagerung mit anderen Objekten. Nicht genug Bodenkontakt. Mensch, jetzt geht's. So, dann wollen wir einen richtigen Punkt nochmal finden. Der ist es. Der ist es. Einfach E. Mhm. Oh, ich sehe dich. Hurra! Ach, war das schnell. Ich bin schon hier. Na, Halleluja. Was bist du denn? Ich will mal gucken, wo ich hin muss. Musst in die andere Richtung rein. Achtlöcher, geh weg. I see prey! Oh, Menschen. Hi. Bist du denn?
Aber da sind Menschen, ist doch gut. Die können wir doch schlachten. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich bin da auch. Sage ich im Bunker, dass sie hier warten soll? Du bist da auch bei den Menschen? Ich bin wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, man muss ja auch. Ach, und der Bunker geht in den Kampf. Nicht mehr folgen. Epona, ich hatte dir doch gesagt, du sollst Wache halten. Und du hast jetzt das Jogmesser wahrscheinlich nicht mitgebracht. Richtig. Hast ja so Stress geschoben. Dann dachte ich mir, gut, dann bewege ich mich. Hi. Oh, so ist das schön, sind die gleich kaputt zu kriegen. Nee, wir können ja zurückbeamen. Ach nee, wir haben keinen Kartenraum. Toll, mir ist gerade eingefallen, dass wir ja da die Säule bei uns aktiviert haben, aber wir haben hier ja keinen Kartenraum. Richtig. Komm, Shadow! Bruna, du sollst kehrt nach Hause zurück, du spinnst. Du solltest einfach nur Wache halten und so. Ich gehe jetzt zum Brumm-Brumm-Tempel. Und ich habe meine zwei, Dingsbums. Oh, du hast da was Neues gefunden. Ja, weil ich doch gesagt habe, wir sind nicht am selben Ort. Ja, du bist ja auch in eine ganz andere, falsche Richtung gelaufen. Ja, ich bin ja auch erst zurückgelaufen und wieder hast du nicht gewartet. Ich hab mich Richtung Brumm-Brumm-Tempel. Ja, dann geh zum Brumm-Brumm-Tempel. Nee, ich will das auch entdecken, was du da hast. Galoppel, Galoppel, Galoppel. Ich denke gerade nur ein bisschen laut. Ach, da oben bist du wahrscheinlich. Ich will das nur auf der Karte wenigstens markiert haben, wo du bist. Ich schätze mal, da ist schon alles abgeschlachtet. Ja, schon alles tot, ja. Ah, ich will es nur schnell auf meiner Karte markiert haben. Oh, da ist wer runtergeplumpst. So, ich sehe dich, ich reite da einmal hoch, dass es auf meiner Karte ist. Habt ihr was zu lernen hier oben? Nö. Schade. Dann komme ich mal zu dir geritten. Hab ich doch gerade noch gesehen. Egal, auf zum Brumm-Brumm. Ah! Ja, links, rechts rum. Alter, Kudu. Ey, du Kudu. Kudu. Also ich bin am Kudu. Kudu, Kudu, Kudu. Warte, wenn ich hier schon einen Kudu getötet habe. Ja. Nimm doch was lecker essen.
kann ich das auch häuten. So, und Epona, du bleibst bitte hier. Klar? Nicht nach Hause gehen. Du bleibst hier. Schlachtfest. Hast du ihn geweiht? Nee, ne? Brauche ich nicht mehr. Ich habe nur drei. Ach so. Dann weihe ich sie. Hallo. So macht das Spaß. Du bist ja gar nicht meiner. Ich komme mit dem Segen ja gar nicht hinterher. Wenn du deine 20 zusammen hast, dann... Also ich weiß nicht, ob du auch 20 brauchst, aber ich brauche 20. Ja, ich brauche erstmal generell Herzen zum Aufsteigen. Ja, ich ja auch. Dann wird es bestimmt auch 20 sein. Ja. Zwei zum Segner. Warte, ich komme. Nee. In der Ecke? Nein. Wo bist du denn? In der Mitte. Jetzt muss ich erstmal kurz mal den Bogen schützen. Na gut, ich komme. Ich helfe dir. Ah, da bist du, okay. Hilfe. Follow me? Ja. Jetzt weiß ich, was du als Mitte bezeichnest. Ja, alles gut. Ja, die Mitte halt, ne? Ja, die Mitte halt. Und hier ist auch noch einer. So, den sehe ich. Warte! Ich hatte noch eine Gaskugel. Hier, da. Das wird ja mir nicht angezeigt, hier ist echt nur Sand. Segne ich ihn. Mach du das. Und er war schon tot gesegnet. Okay, weiter geht's. Ich sammle auch die Pfeile gern von denen auf, wo man selber keine bauen. Ja, aber die haben in der Regel Knochenpfeile. Nehme ich, jo. Jo, dann mach das auch. Silbermünzen. Jetzt habe ich alles. Hat es den anderen schon gesegnet? Ja, ne? Nee, ich segne die nicht. Du musst doch Zeug sammeln. Hallo, Kätzchen. Oh, hier sind gleich ganz viele. Ja, viel zu segnen. Alter. Ein Schlachtfest. Legst du dich auf den Boden? Oh, ich krieg nicht auch mal wieder ein bisschen. In deine Ecke habe ich gesehen. Gut, gut. Dann muss ich erstmal die ganzen Arme wieder wegschmeißen. Oh, hier oben haben wir auch wieder ein paar Kumpel. Oh.
Hier sind auch noch welche. Ey, du da oben, ja, lass mein Heinrich. Schieß mich, der nervt. Ja, ja, ich kümmere mich. Oh ja, klitscht durch den Boden. Ah, oh, ist auf jeden Fall mal ganz entspannt, Menschen zu farmen. Den hatte ich gerade schon gesegnet, Tussi hier aber noch nicht. Hey. Ich bin überlastet. Ich habe so viele Arme. Okay. Schmeiße weg. Ich habe auch Steine und so den ganzen Mist aufgesammelt. Ja, kannst du segnen, die Tussi. Oh, Pulver der Verderbnis mitnehmen. Oh, bist gut, aber du kannst die Tussi noch segnen. Hey. So, gebe mir deine Medizin, Medizinmann. Würde ja auch looten, aber immer wenn ich denen was abnehmen will, kommst du und dann fliege ich aus dem Menü raus. Okay. Oh, der ist groß. Ah, den wollte ich auch mal haben. Ein großer Safari. Ja, aber wie wir schon gehört werden die ja wieder klein, wenn die dann. So. Hast du schon gesegnet? Nein. Segne los. Ja, mächtig. Hatte viele Herzen. 40 Stück habe ich schon. Ui, dann kann ich ja jetzt auch mit segnen. Ich habe nur 6 schwelende Essenz. Hast du auf der anderen Seite schon fertig gesegnet? Ja, da gibt es auf jeden Fall noch eine Kiste. Okay. Die haben wir noch nicht. Vielleicht ist da auch noch mal irgendwie Verderbnis. Rechts oben war ich noch nicht. Okay, das war ja die Frage. Ja, aber hier ist noch eine Kiste. Lass mich da doch dran. Ja, das ist richtig. Jo, Pulver der Verderbnis, Panther mit dem Profil. Hallo, hallo. Oh, ist sie groß. Das wäre eine Miss Sunday, was? Richtig, das dachte ich auch gerade. Oh, hab den Kopf abgeschnitten. Und sie ist tot. Bringen wir ihm das Herz. Okay, wird ihn bestimmt freuen. Gut. Cool, dem Blut. Okay. Steinspeer. Oh, was zu essen. Boah, was ist das wohl? So, dann würde ich sagen, holt sich jeder noch ein Eis und dann reiten wir los. Ja, genau. So, ich hoffe, unsere Hotties sind jetzt auch da geblieben. Steht schon wieder jemand. Muss ich jetzt leider töten. Ja, zum Ernten war eine ganz gute Sache hier. Ja, weil in der Stadt hätten wir echt auf die Fresse gekriegt. Probleme gekriegt. Ach, der da ist schon tot. Ja, back to the roots, ne? Genau. Nee, war lustig, fand ich. Also hat Spaß gemacht. Ja, war nett. Und jetzt der lange Heimritt. Ich muss erstmal
trinken, sonst verdurste ich hier. Das wäre nicht so gut. Ja, heidi ho. Galoppel, galoppel, auf geht's. Ich galoppel dir nach. Ich musste mal kurz die Karte checken. Ja. Scheiße, wie ich. Das ist nämlich so ein bisschen unten am Fluss lang. Aber ich muss den Kunde jetzt gerade noch ins Ausruhen lassen. Los, Plätze! Krieg und Sieg! Ach, Krokus habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, ich bin über ihn geritten. Das verursacht Schaden. Ist ja unnötig. Praktisch. Das geht also. Das ist gut zu wissen. Ja, irgendwie ist das schade, dass die Pferde so spät kamen, ne? Die hätte man am Anfang, glaube ich, mehr gebrauchen können. Da hätten wir echt Kilometer Fuß sparen können, ey. Gerade noch unsere ersten Stein- und Eisenfarmerei. Da hätten wir alles schön in ein Pferd reinschmeißen können und... Ey, zieh deine. Man kann ja auch richtig tjosten, ne? Oh, ich hoffe, ich reite jetzt hier in keinen Abgrund, weil ich so wenig sehe. Oh, ich bin irgendwo gerade ein bisschen abgerutscht. Sie auch gerade nicht viel. Ich mach mal auch Licht an. Flamme an! Sorry, Platz. Oh, da steht jetzt auf. Der ist wach geworden hier. Ne? Skeletor vor Arme. Skeletor hat ganz viele Muskeln. Oh, nee, ich habe jetzt keine Lust auf Fledermäuse. Ich bin Batman! Because I'm Batman! Ich bin gerade eigentlich nur nach Hause gekommen. Ja, ich finde das auch ganz schön lustig mit dem Reiten. Ups. Oh, ich fliege! Das war nicht gut. Ich bin über einen Skorpion quasi und dann tief runtergefallen. Ja, also ist halt wirklich schwer hier, also weil man ist ja doch ein bisschen fixer als du. Skorpione von links, dreh bei. Und dann so im Dunkeln reiten ist, und hier ist es ja sowieso schon dunkler, ist schon eine kleine Herausforderung. Ja. Ah. Weg. Hey, hast du gerade mit mir gesprochen, du kleine Sau? Nee, die wollen was von mir. Nuscheln. Ja komm, die haben keine Lippen und keine Zunge mehr. Es ist erstaunlich, dass die überhaupt noch Geräusche von sich geben. Das stimmt. Yeah, mein Hotdog ist aufgestiegen. Ruh dich aus. Super, ich bin raus.
Na, deine leuchte Gegner erleuchten mir den Weg. Ja, so war das gedacht. Genau so. Tschüssi. So. Komm aus der Stadt raus, es ist auch hell genug. Ja, ja, stimmt. Okay. Also, wäre natürlich richtig geil, wenn wir an jedem einzelnen, an jeder einzelnen Säule so einen Spawnpunkt, also einen Kartenraum dann hinstellen. Ja, damit wir wieder wegkommen. Schnell. Ne? Ja, man muss ja kein Gebäude irgendwie dahin. Ja, einfach einen Kartenraum ranballern, zack, ist. Ja. Weil das ist schon sehr praktisch. Und dann beamen wir von links nach rechts und so. Ja. Ach ja, in der Stadt würde ich dir empfehlen, nicht ganz so schnell zu reiten. Du könntest aus Versehen Leute umreiten und das finde ich nicht so cool. Na, hast schon Erfahrungen, ja. Na, also da ruhig. Ja gut, die kriegen ja wahrscheinlich durchs Anrempeln auch Schaden. Ja, ja. Und wenn du da so schnell reitest, bist du halt auch nicht so wendig. Du kannst es natürlich ausprobieren, wenn du möchtest. So. Ja, falls ihr eine Idee habt, warum mein Tribok-Fundament weg ist, könnt ihr mir das... Ah nee, warte, Epona, dich stelle ich beim Dings ab. Hier beim Pferdestall. Weil dann... muss ich mit dir nicht durchs Tor. Oh, wenn ich überladen bin, dann kann das Pferd auch nicht mehr schnell reiten. Soll ich dir entgegenkommen und dir was abnehmen? Nö, wir können die Folge beenden. Okay. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne mal ein Like. Oder für die, es noch nicht getan haben, ein Abo. Ansonsten genießt die Sonne. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.